So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Mein Name ist Dr. Skill. Wir sind immer noch im Livestream. Und in dieser Folge schauen wir mal, wie wir hier die Brücke ein bisschen weiter vorantreiben. Jetzt warte mal, ich hole mal kurz diese Leinen da, die wir hatten. So. So ist ja quasi der Plan. Das geht ja mit denen hier. Kann man das hier so? Nee. Gibt es einen Unterschied zwischen Leinen und Seile? Fragezeichen? Wahrscheinlich, ne? Sonst würde ich nicht so sein. Ärgerlich. Das heißt, wir bräuchten ja eigentlich noch Zeugs. Ich mach mal hier kurz so eine Krimskramstruhe. Genau, jetzt schau ich mal. Genau, diese halben Stämme, ein Vorschlag, sind die dunklen Holzlabs. Also meinst du quasi, die aus dem Fichtenholz gemacht werden? Nicht, dass wir aneinander vorbeireden schreiben. Also mein Wunsch wäre natürlich gewesen, es könnte vielleicht cool aussehen, aber ich glaube, das müssen wir eigentlich gar nicht machen. Das wäre so eine Kleinigkeit. Ah, okay, meinst du nicht? Den Block meinst du denn? Nur damit ich da Bescheid weiß, weil es wäre ja vielleicht cool, sage ich jetzt einfach mal, wenn das hier von unten quasi ja hier diese Abdichtung hätte. Ich glaube, man könnte es schon so lassen, dann sieht es ja wahrscheinlich eh nie von unten. Da hätte er ja nur so ein Detail. Weil wenn ich jetzt auch gerade überlege, wir hätten ja auch, wenn wir so einen halben Block nehmen, das Problem, dass sich Luft bildet. Glaube ich, sieht da nicht gut aus. Aber mich würde es mal interessieren, welchen Block du meinst. Also zumindest, dass ich Bescheid weiß. Vielleicht ändert sich ja mal die Meinung oder das Ding, wenn wir es dann mal hinbauen, dass es gut aussieht. So, jetzt schauen wir mal kurz. Da kriegen wir mal hier solche Zaunelemente. Kann man ja hier so. So, schauen wir mal. Ah, die Frage nach dem Alter. Ja, das ist kein Stress. Ich würde es allerdings noch ein bisschen schwammig halten. Ja, das ist quasi so ein bisschen das Prinzip vom Kanal. So, ja, auch. Ich will mich nicht in Forderung drängen hiermit. Es steht noch eine 2 vorne dran. Also noch nicht so alt, aber wahrscheinlich doch schon einiges gesehen, aber im Vergleich zu einem 80-Jährigen wahrscheinlich auch noch gar nichts. Wahrscheinlich noch so ein bisschen. Ich hoffe mal, dass ich aus dieser allwissenden, bläugigen Phase schon raus bin. Da kommt man super hin, denkt, man hat alles drauf und dann kommt es trotzdem immer noch mal so. Ein, der es besser weiß. Ja, und manchmal ist es wirklich so, ne, wenn meistens tendenziell ist es wie wenn ich mit meinem Großvater rede, der also das Wissen ist halt viel, viel größer, wie meins, ne? Einfach durch die Lebenserfahrung. Kann man klar so sagen. So, schauen wir mal. Den nochmal kurz. Hab Lücke hingetan. Also ich finde die hier oben schon mal gut. Ja, hier so Seil drüber gespannt, fertig. Und cool aussehen. Bisschen mit Hängeeffekt. Warum nicht? Die Frage, wie das dann hier von... Kann das von hier bis darüber einfach so hängen? Oder sieht das dann doof aus? Es sieht auf jeden Fall doof aus, dass das hier mit dem Block sich verbindet. Das gefällt mir nicht. Also, ja klar, also den Tipp, dass die zweite Zahl ungerade ist, die kann ich dir geben, aber das, naja, grenzt es gut auf 5 Zahlen ein. Ist denn dann die 0? Ist die 0 gerade oder 0 gerade? Ach, schwarzes Eichenholz ist der Dunkelbock. Stimmt, das gibt's ja auch. Da heißt es schwarzes Eichenholz. Das ist, glaube ich, in diesem Märchenwald, oder? Meinst du das? Würde mir jetzt auf jeden Fall einfallen dazu. Das wäre auch noch ein sehr interessanter, schöner Block. Ja, das stimmt. Das wäre eine Idee.
Ja, genau. Ah, okay, das hat gemeint. Ja. Ja, das könnte gut aussehen, das stimmt. So, ich tue mal das hier noch einen Block weg. Das gefällt. Ja, obwohl, das war eigentlich, glaube ich, doch nicht so verkehrt hier, ne? Mal machen. So, jetzt kommen hier die wilden Guesses zum Alter. Ich, ja, wie gesagt, gehe ich jetzt einfach nicht drauf ein. Das könnte man wahrscheinlich so machen. Schau mal gerade. Voilà, jetzt mache ich zweimal den gleichen Fehler. So, probieren wir es nochmal. Das ist ja dann ungefähr so. Dann hier so und dann so, oder? Ja, das. Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das mehr, wenn hier so dieser Dingensblock drauf ist. Ist das so schön geschlossen? Finde ich optisch irgendwie ansprechender. Kann ich mir jetzt auch einbilden, aber ich finde es irgendwie schöner. So, so. Dann so, so, so. Okay, jetzt haben wir keine Blöcke mehr, aber ich finde, das sieht dann ein Ticken schöner aus. Also gerne wieder korrigieren, aber ich glaube, da könnte. Ja, also geht, glaube ich, schlimmer. Sieht auf jeden Fall so aus, als hätte hier mal ein Mensch etwas errichtet. Von daher lasse ich es jetzt einfach mal so. So, hier die Blöcke müssten wir. Muss ich mir auch gleich nochmal anschauen, wie wir das ein bisschen schöner machen können. Das ist dann. Ja, genau. Okay, immer die Höhe. So, dann schauen wir mal. Keine Pflastersteine mehr mit dabei. Das ist natürlich. Ah, leicht suboptimal. Machen wir das mal hier auch ein bisschen so. Ich glaube, ich habe es ein bisschen verpeilt. Machen wir mal ein bisschen wieder so. Ja, ich glaube, so kann das bleiben. Das ist schon okay. Keine Zaunelemente mehr. Das ist nicht so. So, genau. Jetzt ist nur die Frage, das kann ein bisschen durchschwingen, oder? Normal. Dürft sich da nichts fehlen. Dann haben wir hier das so. Der kann wieder weg. Da. So, jetzt schauen wir mal. Mache ich mal jetzt auch im Chat wieder eine Frage. Spiel Lego Luke Skywalker Server gab es 1 bis 10. Ich verstehe die Frage nicht ganz. So, jetzt schauen wir mal, ob es in der Welt ums Aufbauen geht oder ums Durchspielen. Ja, also primär geht es ums Aufbauen. Also wir wollen uns ja doch eine schöne Welt aufbauen, einfach die schön ist. Ich habe es, glaube ich, mal in irgendeiner Folge gesagt. Die Welt soll dann auch für alle spielbar sein. Also quasi tägliches Update auf aktuellen Stand, je nachdem wie auch eben die Folgen sind oder wie sie es eben schneidet. Dass auch einfach jeder diese Welt erforschen kann und quasi in meine Füße hüpfen kann. Und ich denke mal mit Sicherheit, wir werden zwischendrin dann mal irgendwann zum Enderdrachen natürlich auch gehen, um Minecraft in dem Sinne durchzuspielen. Ja, wahrscheinlich auch alle Errungenschaften. Ich weiß gar nicht, kann man das immer noch hier so Fortschritte. Ja, mal schauen, ob wir also eigentlich versuchen wir mal da alles. Das ist so. Ah, das sind die. Ah, okay. Also die dürften wir hoffentlich bald alle durchhaben. Landwirtschaft, da gucken wir nochmal. Also, ob wir das dann so durchspielen, weiß ich jetzt nicht. Also zumindest Enderdrachen und so weiter, ja. Aber ansonsten ist hier wirklich der Fokus eher auf schön bauen. Genau. So, und die andere Frage, die Skywalker-Saga, das Lego. Oh ja, das müssen wir auch mal wieder spielen. War ein schönes Spiel. Ich bin im klassischen Let's Play ein bisschen durchgerusht, um die Story eben zu haben, aber ich glaube, ich hatte es eh mal angekündigt.
Ich wollte da ja auch nochmal einen Livestream machen, um einfach die 100% überall voll zu machen. Hatte ich auch eine Zuschauerin, die war immer in den Kommentaren sehr nett. Weiß nicht, wenn sie das Video schaut, liebe Grüße. Müssten wir eigentlich mal machen. Ist jetzt auch mal zeitnah in Anbetracht geplant. Jetzt schauen wir mal. Auf jeden Fall, das passt alles soweit. Die Seile bräuchten wir halt jetzt, ne? Das wäre nochmal cool. Überleg gerade nur, ich glaube, das könnten wir auch machen. Das sieht hier wahrscheinlich gar nicht so verkehrt aus. Dann sind die Blöcke nämlich besser genutzt. Das sind so zwei. Ne, ich glaube nicht, dass das gut aussieht. Also, Skala von 1 bis 10. Ich fand es für ein Lego-Spiel ganz gut. Ich würde jetzt mal sagen, irgendwas so zwischen 7 und 8, weil mir zum Teil zu den Filmen ein bisschen Story abgegangen ist. Ich hatte ja aber auch das, boah, es muss Ewigkeiten her sein, das Lego Star Wars auch auf der PlayStation 2 damals noch gespielt. Da hat man gemerkt, also die haben relativ das gleiche Skript gehabt wie bei dem Lego von damals. Fand ich persönlich cool, dass man halt dann nicht gesagt hat, dass man komplett was neu macht. Natürlich grafisch und so weiter war da ein Update dabei, das hat man schon gemerkt. Aber ja. War ganz cool. Also, ist immer noch der Plan, das nochmal zu spielen. Auf jeden Fall. Genau. So, jetzt schaue ich mal parallel hier. Gut. Seile, ja, ich weiß gar nicht. Diese Slimes findet man immer noch in Sümpfen, ne? Wer habt da eigentlich einen Sumpf? Ist ein bisschen enttäuschend, der Sumpf tatsächlich, weil ich glaube, ich habe da drüben noch nicht einen Schleim gesehen. So, schaffe ich den Sprung? Wahrscheinlich nicht. Oh, ach doch, gerade nur so. Bisschen eingelenkt. So, gehen wir mal hier rüber. Wir doch mal zur Abwechslung unseren Tunnel benutzen. Aber ja auch mühselig gegraben hier. Damit das alles so aussieht. Und glaubt nicht, dass die Wände hier schon so immer waren, ne? Was haben wir alle so nochmal nachgebaut, dass das hier alles so ist, wie es ist. Echt ein Riesenteil, das auszuheben. Hätten es nochmal eins breiter machen müssen. So, schauen wir mal. Eigentlich, ich glaube nicht, dass es so ein richtiger Sumpf ist hier, oder? Geht das als Sumpfbiom? Sieht man das hier irgendwo? Ah, Biom Minecraft Swamp. Okay, dann immerhin. Nehme das Boot mal mit. Ich glaube nicht, dass wir hier schon mal einen Slime gesehen haben. Blume, da habe ich aber auch noch nie gesehen. Blaue Orchideen. Oh, cool. Ja, das ist, also, nehmen wir mal mit. Sehr interessant. So, das ist noch ein Erdblock. Da ist das Netherportal. Naja, ich glaube, hier ist doch kein Schleim. Schade. Weiß gar nicht, ob das irgendwie an eine Wahrscheinlichkeit gebunden ist, ob die jetzt auftauchen oder nicht. Na gut, sei es drum. Dann laufen wir mal zu unserer Hütte zurück. Schwarzer Staub. Oh, ich glaube, hier haben wir echt noch viele Steine drin gehabt, oder? Erde, ah, okay. Ja, müssen wir irgendwann immer noch mal transportieren. Schiebe ich noch ein bisschen weiter von mir raus. Da müssen wir auch noch mal das Quarz holen, um die Hütte da oben fertig zu bauen. Ach ja, so. Name, Platzhalter. Also wie gesagt, wir haben ja einen Vornamen, ist die Berry Jerry Bar.
Wir warten mal vielleicht nochmal auf ein, zwei Vorschläge. Einfach damit man so einen Pool hat, um sich was auszunehmen. Aber die grundsätzliche Idee per Cherry Bomb hört sich nicht vielleicht verkehrt an, ne? Also kann man schon machen. Gut. Und mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich wieder bei allen Zuschauern fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.